Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung. Open Source Unterstützung der 1&1. Wir sind froh, dies Jahr wieder der Hauptsponsor hier zu sein. Und wir haben uns überlegt, wie können wir die Open Source Szene und die Community weiter unterstützen. Und wir wollten euch hier ein bisschen vortragen und erzählen, was wir so alles machen, welche Möglichkeiten unsere Kunden haben. Und da ich heute schon so viel geredet habe, würde ich gerne das Wort an Lukas übergeben, meinen Kollegen. Und er wird jetzt die Präsentation halten. Danke. Ja, also danke, Viktor, fürs Wort. Wie gesagt, stellen wir euch heute die Open-Source-Unterstützung von der 1&1 vor, also wie die 1&1 eben Open-Source-Projekte wie Joomla unterstützt. Dazu haben wir erstmal drei Punkte. Erstmal wollen wir den Viktor und mich nochmal genauer vorstellen, was wir denn bei der 1&1 machen, wer wir sind, wo wir herkommen. Dann stellen wir euch allgemein Open-Source-Projekte vor, was wir halt so am meisten haben, wo die meisten Kunden hingehen. Und auch wie die Arbeit an den Projekten aussieht, was unsere Vorteile als 1&1 sind, aber auch was die Community für Vorteile hat, wenn so ein großer Sponsor wie wir als Hauptsponsor eben bei solchen Events mit einsteigen. Also Viktor Vogel habt jeder bestimmt schon mal gesehen. Er war seit 2005 mit Joomla oder ist seit 2005 noch mit Joomla unterwegs. Damals kurz nach dem Release hat es ihm ein Kumpel gezeigt. Er war Feuer und Flamme sofort dafür. Seitdem auch aktiv in der Community agierend. Seit Anfang des Jahres ist er im Production Leadership Team von Joomla, auch im Bug Squad Team, macht Core Contributions, ist Koordinator des Joomla Security Strike Teams und Gründer der Joomla User Group Karlsruhe. Privat betreibt er auch noch ein Joomla-Projekt, die Cubic Joomla Extensions. Habt ihr bestimmt alle schon gehört, in seinen Vorträgen, aber auch in anderen Vorträgen wurden da schon einige erwähnt. Da stellt er mehr als 30 Erweiterungen kostenlos zur Verfügung, die ihr einfach herunterladen und ausprobieren könnt. Bei der 1&1 ist er als Joomla-Spezialist eingestellt und kümmert sich um alles rund um Joomla, was gemacht werden muss. Später erklären wir euch auch genau, was das bedeutet. Und nebenher ist er noch freiberuflicher Webentwickler und macht halt für Kunden noch die Webseiten und so. Programmierung. Entschuldigung. Dann kurz zu mir. Ich bin seit 2008 mit Joomla unterwegs, dort auch in der Community aktiv, im Joomla-Forum. Ich habe dank Viktor zum Bug-Reporting gefunden. Also wenn ich einen Bug finde, weiß ich mittlerweile, wo ich den Issue-Tracker finde, wie ich einen Bug eintüte. Ich war schon auf diversen Joomla-Events, sei es jetzt der Joomla Day Deutschland, im Chain Beyond oder auch schon auf der Joomla World Conference. Und ich bin mit Viktor eben einer der Gründer der Joomla User Group Karlsruhe, über die wir ja gestern schon erzählt haben. Bei der 1&1 bin ich seit letztem Jahr Product Owner, dediziert für Joomla. Als Product Owner ist man einfach dafür zuständig, wie der Kunde das Produkt sieht, wie er das Produkt nutzt, wie sich das Produkt anfühlt, von Anfang bis falls es zum Ende kommt. Vorher war ich dualer Student der Wirtschaftsinformatik, ebenfalls bei der 1&1 und bin jetzt schon ungefähr seit 4 Jahren im Unternehmen. Nebenher gehe ich gern raus, fotografiere, arbeite aber auch gern irgendwelche Webseiten von meinen Vereinen oder so und bin Hobbyredakteur nebenbei für einen Blog. So. Dann die Open-Source-Projekte. Natürlich das Wichtigste für uns alle hier ist Joomla. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu erzählen, dass es 2005 aus Mambo entstanden ist. Das sollte spätestens nach dem 10-jährigen Geburtstag dieses Jahr jeder wissen. Die Zahl der Installationen ist so eine graue Zahl, die niemand genau sagen kann. Man sagt, dass es so ungefähr 40 Millionen Installationen weltweit gibt. Und diese 40 Millionen Installationen können auf derzeit rund 7500 Erweiterungen im Joomla Extension Directory zugreifen. Dann unterstützt die 1&1 natürlich nicht nur Joomla, sondern auch WordPress, das 2003 aus dem B2 Kevlog entstanden ist. Die haben es anders gemacht und haben nämlich mitgetrackt, wie viele aktive Installationen man hat und können jetzt 76 Millionen Installationen verzeichnen. Man muss sagen, sie sind noch nicht doppelt so viele wie Joomla. Und eben über WordPress.org können 40.000 Plugins und 3.000 Themes runtergeladen oder ausprobiert werden. So viel dazu. Dann die Arbeit an den Projekten. Und natürlich fragt sich jeder, was machen wir denn bei 1&1 überhaupt? Viktor als Joomla-Spezialist, ich als Product Owner.
Wir verbessern das Nutzererlebnis der Systeme, also allgemein für die 1&1-Kunden natürlich, wie die Joomla erleben, wie sie Joomla installieren können, aber auch durch Viktor allgemein am Core, also er darf auch arbeiten oder er benutzt Arbeitszeit, um am Core zu arbeiten, zu contributen, zu committen, zu merchen. Was auch der nächste Punkt ist, wir nehmen aktiv in der Weiterentwicklung teil, also durch Core-Contributions, Bug-Fixing oder auch offizielle Joomla-Projektteams, die der Viktor unterstützt, während seiner Arbeitszeit. Und auch wir dürfen Teil unserer Arbeitszeit für die JUK Karlsruhe, also bevor sie gegründet wurde, haben wir die aufwenden dürfen, um einfach alles vorzubereiten, die Webseite vorzubereiten. Die 1&1 unterstützt uns da auch, wenn wir mal Räume brauchten. Und bei unserem ersten JUK-Treffen hat die 1&1 uns Pizza spendiert, Bier, Cola. Es war ein riesen Heckmeck. Dank David hat es sich ein bisschen gelegt. Das Heckmeck, dann alles drumherum. Kurz zum Ausholen, es gab halt einige, die mit unzufrieden waren, dass ein großes Unternehmen wie die 1&1 eine Joomla User Group unterstützt, die eigentlich unabhängig von allem sein soll. Und auf Google Plus und Facebook sind Diskussionen ausgebrochen und David hat die einfach irgendwann beendet und gesagt, seid doch froh, dass es so jemand gibt wie die 1&1. Und nachdem David gesprochen... Also die Diskussion war danach automatisch beendet, ohne dass er das Wort benutzt hat. Ja, wir supporten natürlich auch die Community und haben einen aktiven Wissensaustausch auf Diskussionsplattformen. Über unsere Kollegen im Support helfen wir denen natürlich auch immer wieder, holen uns ein, was denn die Kunden so für Probleme haben, wo wir helfen können. Dadurch sind auch schon 1, 2, 3 Bugs aufgetaucht bei Joomla, die der Viktor dann einfach sehen konnte, wenn ein Kunde halt anruft, warum geht es so nicht. Ist es auch bei uns aufgeschlagen, auch über die Social-Media-Kanäle, über Twitter und Facebook haben wir einen sehr aktiven Social-Media-Support, an den ihr euch immer wenden könnt, wenn ihr irgendein Problem habt. Die sind super schnell, agieren top und helfen eigentlich immer. Ja. 1&1, also auf Twitter ist es @1&1hosting, Hilfe. Und auf Facebook heißt der Account 1&1 Hosting Support. Wir werden auch von, also die 1&1 unterstützt uns auch auf solchen Events, indem es einfach ermöglicht, dass wir überall hinfahren. Wir waren jetzt im letzten Jahr, glaube ich, einmal rund um den Globus. Wir waren letztes Jahr auf der Joomla World Conference in Cancun. Anfang des Jahres waren Viktor und ich in Boston auf einem Joomla Day, Massachusetts. Dann hatten wir die Chain Beyond, Viktor war noch in den Niederlanden, in Frankreich, jetzt hier der Joomla Day hier. Also man kommt echt drum. Und Viktor darf eben, wie gesagt, auch im PLT mitarbeiten während seiner Arbeitszeit, was ihm, glaube ich, sehr viel Freizeit erspart und auch einfach ermöglicht, noch aktiver drin teilzunehmen. Und rundum gesagt, wir versuchen einfach Joomla besser zu machen. Auf unserer Seite, indem wir unsere Server optimieren, indem wir genau alles anpassen, wie denn für Joomla es sein sollte, aber auch indem Joomla, indem Viktor und ich da auch Herzensblut und Arbeitszeit reinstecken in das Projekt an sich. So, dazu haben wir auch unser 1&1 App Center. Ganz kurz erklärt, jeder, der einen Hosting-Vertrag hat, hat es in seinem Control Center. Dort haben wir mehr als 30 Open-Source-Anwendungen, die einfach installiert werden können, also wenige Klicks, ihr müsst nur die notwendigsten Felder ausfüllen und die Konfiguration im Hintergrund übernehmen alles wir. Also wir richten euch die Datenbank ein, wir verbinden euch die Domain und alles. Ja. Ganz blöde Zwischenfrage, ja. Weil technisch, das sind APS-Pakete, ne? Angepasste APS-Pakete, ja. Ihr macht die selber? Genau. Könnt ihr mir, der Community und der Welt einen gigantischen Gefallen tun? Und vielleicht euer angepasstes APS-Paket in das offizielle APS-Verzeichnis einschieben, weil das offizielle Paket, was da drin ist, ist Grütze. So richtig okay. Übel. Also das ich denke drüber nach. Nehmt da mal als Anregung mit. Das wir nehmen es als Feedback an der, mit. An der Menschheit. Und okay. Haben wir auch. Ja. Und je nach Vertrag, also nach unseren aktuellen Tarifen, kann man auch beliebig viele Instanzen hochziehen. Und wir setzen euch da keine Grenze. Die einzige Grenze solltet ihr euch immer setzen und immer überlegen, ist es sinnvoll, mit 600 MB RAM 500 Joomla-Installationen zu hosten? Ja,
Anwendungen gibt es viele, also wir haben Joomla, WordPress, Drupal Typo 3, aber auch ein PHP BB, ein PrestaShop, Moodle, eigentlich alles, was man so braucht. Ja. Eine Besonderheit bei Joomla ist jetzt, dass wir den Safe- und den Free-Mode anbieten. Der Free-Mode ist einfach, wir führen euch durch die Installation, wir richten euch die Datenbank ein und danach habt ihr die volle Flexibilität, wie ihr so von Joomla kennt. Also ihr kommt auf euer Admin-Panel, könnt euch dort einloggen und habt alles. Im Safe-Mode seid ihr ein bisschen eingeschränkter. Wir bieten euch automatische Updates, erhöhte Sicherheit durch Mod-Security-Regeln, Firewall-Regeln, DDoS-Proxy. Ihr kriegt eine temporäre Domain mit der ihr erstmal eure Seite aufbauen könnt. Die wird durch eine Robot.txt geschützt, dass Google sie nicht finden kann. Also falls ihr jetzt irgendein Projekt aufziehen solltet, könnt ihr erstmal auf der temporären Domain arbeiten und wenn das dann live geht, einfach mit einem Klick, wie ihr hier seht, auf Domain wechseln, auf eure richtige Domain umwechseln. Und die Dateien sind auch geschützt, also die Schreibrechte sind so angepasst, dass ihr eigentlich fast gar nicht gehackt werden könnt, außer jemand lädt was in euren Image-Folder oder einen Temp-Folder rein. Also da gucken wir schon, dass das alles sicher ist, dass der Name auch Programm ist. Genau. Und dann fragt man sich natürlich nur, ja, die 1&1 nimmt sich Joomla, baut sich Joomla so, wie sie wollen, aber was macht 1&1 auch für die Community? Wir sind immer für euch da, also Viktor Vogel ist ein direkter persönlicher Kontakt, kann jeder auf ihn zugehen, jeder kann ihm eine Mail schreiben, ich glaube, es bleibt nichts unbeantwortet bei ihm. An Events könnt ihr immer vorbeikommen an unserem Stand, uns fragen, wenn ihr ein Problem habt, kommt auch einfach vorbei, wir werden das so schnell wie möglich eintüten und auch eben auf den sozialen Plattformen findet ihr uns, findet ihr den 1&1 Social Media Support, der euch so schnell wie möglich hilft. Aber wir unterstützen natürlich auch finanziell durch zum Beispiel Sponsoring. Also wir versuchen immer, der Hauptsponsor hier auf dem Joomla Day zu sein, aber auch andere Events zu unterstützen. Wir haben Testserver bereitgestellt, zum Beispiel für die Automatisierungstests haben wir zwei dedicated Server im Rechenzentrum, speziell fürs Joomla, drei speziell fürs Joomla-Projekt hingestellt, mit dem einfach getestet werden kann. Und wir haben auch schon Codesprints organisiert, letztes Jahr in Montabaur, wo man sich dann getroffen hat und einfach ein bestimmtes Ziel versucht hat zu erreichen, was dann ja auch erfolgreich war. Genau. Also Ende Oktober ist dann der nächste, wie der Viktor bereits sagte. Klingt das alles für euch interessant? Dann haben wir auch noch das Community-Portal von uns. Das ist einfach, wo wir selbst aktiv sind, also wir schreiben dort Artikel, zum Beispiel hier als letzte Woche der Joomla 344, nee, vor zwei Wochen 344 rauskam, so ein kleines Roundup, wo ihr alles drüber erfahren könnt. Wir haben einen kleinen Artikel zu 10 Jahre Joomla und viel, vieles mehr. Dort findet ihr auch diverse Ausschreibungen für unser Team, weil wir suchen immer Leute, die mit Herzblut hinter dieser Community stecken. Wir suchen PHP-Entwickler, JavaScript-Entwickler, alles Mögliche. Kommt einfach vorbei, redet uns direkt an, redet mit Sören, redet mit Viktor. Wir sind für jeden dankbar. Kommt einfach vorbei, redet mit uns. Ja. Dann wären wir auch schon fast am Ende, aber zuvor möchte ich euch noch fragen, habt ihr noch Fragen an die 1&1? Habt ihr Beschwerden an die 1&1? Jetzt könnt ihr das loswerden. Ich stehe ja vorne, Viktor steht hier. Oder er kommt nachher einfach am Stand vorbei. Ja? Ja, ich habe mal eine Frage so aus Sicht einer Agentur. Wenn, also mir passiert das häufig, dann habe ich einen Kunden, der kommt neu zu mir, hat schon irgendwie bei 1&1 irgendein Paket. Ja. Und sagt, ja, das ist ja jetzt, sehe ich Joomla drauf und das helfen Sie, da irgendwie Joomla für mich zu implementieren, dann kann ich das ja jetzt so relativ schnell und einfach mit genau. Server installieren und konfigurieren. Dann stellt sich für mich die Frage, was ist, wenn dann der Kunde sagt, er will zu einem anderen Provider. Also wie gut kann ich denn das, was jetzt ja nicht von mir, also von mir als Agentur installiert wurde, was ich natürlich dann ja, über Back, also sozusagen über, ich habe die Daten im Backup und ich habe die Datenbank im Backup und gehe einfach damit woanders hin. Was passiert, wenn ich das aber bei 1&1 aus eurer Bereitstellung her?
Also im Free Mode ist es überhaupt kein Problem. Das ist ein Standard Joomla, wie man sich es auch von der Website runterladen kann. Da kann man einfach per FTP auf den Server zugreifen, sich die Daten runterladen, dann gehe ich noch in meinen PHP MyAdmin, ziehen wir einen SQL-Dump. Im Safe Mode kann man einfach in den Free Mode wechseln, also da haben wir extra einen Button. Und sobald man dann im Free Mode ist, hat man wieder alle Flexibilität, kann sich das Programm, die Dateien runterladen und sofort wieder zum anderen Provider umziehen. Bitteschön. Sie hat noch eine Frage? Ja, also mir war mir etwas verwundert. Ich hatte bei, ich bin durch Zufall auf diese Joomla-Geschichte jetzt gekommen, letzte Woche, und habe dann natürlich sofort bei 1&1 angerufen und gefragt, wo das nun ist. Und natürlich meine Spezialfrage ist, weil es nicht barrierefrei ist, ich da auch hin muss. Die haben nichts gewusst. Okay. Die haben definitiv gesagt, ja, also das ist gar nicht so, ich muss bei der Marketingabteilung anrufen und sage, ja, hallo, kriege ich da eine Nummer oder sowas. Und dann nach einer ganzen Weile ist dann rausgekommen, wie sich das dann abläuft. Also das finde ich jetzt für mich als Endkunde ein bisschen beschwerlich. Weil ich natürlich sehe, 1&1, oh toll, frag mal nach. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass der Support nicht Bescheid wusste. Aber auch auf der Webseite sagen wir klar, und ich kann auch kurz zeigen, wie sich 1&1 schnell bei Joomla schnell bei uns installieren lässt. Nein, das war jetzt. Geht es um Joomla allgemein oder um den Joomla Day als Event? Nein, es geht nicht um eine Installation, sondern es geht darum, dass ich gefragt habe, wo das stattfindet und was. Es geht um die Veranstaltung. Ah, okay. Ach so. Ja, aber das ist auch einfach. Der Viktor gibt mir gleich die Karte. Ich gebe dir alle. Ja. Ich geb vielleicht sagst du trotzdem das Video. Vielleicht interessiert es einige. Also, falls jemand interessiert, wie dann. Das wäre vielleicht tatsächlich ganz hilfreich für euch, wenn ihr wisst, der an Paketen da habt, die ihr da installierbar habt, dass ihr im Prinzip, okay, das ist bei 1&1, also im Prinzip so ein internes Telefonverzeichnis, dass ihr das auch letztlich vom Support wegkriegt. Weil es ist ja nicht euer Zeug. Also, ja. Also hier ist jetzt ein Beispiel, wie man in unter 30 Sekunden Joomla bei uns installieren kann. Man loggt sich in sein normales Control Panel ein und findet dann auch sofort Joomla schon auf der Startseite. Klickt drauf, dann kommt sofort, wird man nach dem Titel der Webseite gefragt. In dem Fall haben wir jetzt einfach mal den Joomla Day Deutschland eingegeben. Ich erfahre noch ein paar Informationen über Joomla. Ich klicke auf Webseite erstellen. Wird sofort gefragt, mit welchem Benutzernamen will ich es denn anlegen, was für ein Passwort, muss mein Passwort natürlich wiederholen. Und dann komme ich zu der Auswahl, will ich ein Safe Mode oder will ich ein Free Mode, also will ich volle Flexibilität oder will ich einfach die Sicherheit, weil ich mich nicht selbstständig um Updates kümmern will. Ich kann natürlich die Benutzeroberflächensprache auswählen, Beispielinhalte installieren, muss dann natürlich noch die Benutzerbedingungen lesen und dann geht es auch schon los. Das Projekt wird installiert, die Anwendungsdaten werden kopiert, Datenbank wird eingerichtet, Installation wird, also dass dann alles connected wird und schon haben wir ein Joomla. Wie ihr seht, normales Joomla 3 mit dem Beispielinhalten, das Admin-Panel ist erreichbar. Ich logge mich da mit den Credentials ein und ich habe jetzt sehr schnell und sehr einfach mein eigenes Joomla und alles ist da. Ja? Das Passwortgenerator. Können wir mitnehmen, weil es ist einfach sicherer. Also wir haben schon Validation eingebaut, weil echt viele Leute... Das fand ich sehr gut, weil ich sag mal, meistens ist es super, vor allem bei diesen Schnellinstallationen, das ist ja nur, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da steht ja vielleicht noch eine Variante, vielleicht als Option, nicht mal anfangen, sondern ja, als Option. Einfach einen kleinen Button. Ja, ja, auch in der. Das macht ja Wörter. Ist ja, glaube ich, durch diese verschiedenen Modes, habt ihr das ein bisschen angepasst, diese Installationskunden? Weil das wäre ja auch der Platz, wo man vielleicht den Ansprechpartner unterbringen könnte. Ja, es ist von uns selbst geschrieben, der Installer. Also selbst entwickelt. Nein, ich fand nur, weil das ist ja einfach. Also, ne? Ja, ja, das ist natürlich von uns selbst geschrieben. Also, ja, wir könnten da. Aber. Mein Name heißt. Alles. Ein freundliches Gesicht mit deiner Telefonnummer. Genau. Und damit Kopfhörer. Alles an den Experten. Ich habe gerade deine Handynummer getweetet. Gut, dass ich eine neue habe.
Auch zu dem Thema Sicherheit sind wir natürlich auch schon hingegangen, haben jetzt nicht nur die Passwort-Validation eingegeben, sondern auch, dass bestimmte Benutzernamen erst gar nicht erlaubt werden. Zum Beispiel Admin, User, Super-Admin, Administrator, weil es einfach die Vergangenheit zeigt, das sind die Dinger, die ein Brute-Force-Angriff benutzt. Ist denn dieser Safe-Mode auch Nachhinein-Einstellung? Nein. Also man muss sich von vornherein entscheiden, vom Safe-Mode kommt man in den Free-Mode, aber nicht mehr zurück, weil dann können wir einfach nicht mehr die Integrität gewährleisten. Und was kann man machen, wenn man jetzt überhaupt nicht die Installation bei euch nutzt, sondern extern entwickelt hat und dann nur per FTP drauf in die Datenbank verbindet? Geht das auch? Dann nutzt es ganz normal. Ja. Also wir halten für jedes Paket 6 Tage die Daten vor, die man kostenlos wiederherstellen kann. Also täglich. Und dann kann ich von den letzten 6 Tagen auswählen. Und wir überschreiben dann die Daten auf dem Webspace nicht, sondern wir erstellen extra Ordner, in dem dann die Daten abgeholt werden können sozusagen. Dient einfach dazu, dass wenn ich Projekt A was kaputt gemacht habe, dass ich Projekt B nicht überschreibe. Nee. Noch nicht. Noch nicht, aber gute. Wir nehmen es mit. Wir nehmen alles mit. Ja. Also aufnehmen, zubuchen. Also, Backlog aufsteigen. Ja. Und eine Wiederherstellung ist kostenlos. Ja. Auch. Einfach Support schreiben. Dann ist es so. Nee, direkt aus dem Control Panel. Also, es geht nicht los. Was habt ihr als 1 und 1 denn so für Erfahrungen jetzt mit dem Ding, oder du jetzt, Victor, mit deinem Engagement? Wie ist das für dich so? Ist das ein cooler Job oder? Das nein, ich weiß nicht. Das ist doch da, ich kann doch nichts sagen. Es war so ein freundliches, transparentes Unternehmen. Lukas, kannst du das beantworten? Ja, also, um jetzt mal für Victor zu sprechen, ich glaube, es macht allein das, die Möglichkeit halt zu haben, in seiner Arbeit was für sein Hobby zu tun, ist schon fast unbezahlbar. Und Victor da noch als PET-Mitglied Arbeitszeit da reinzustecken, ist, glaube ich, fast unbezahlbar eigentlich und ermöglicht nicht jeder Arbeitgeber. Da frage ich mal David, was hast du für einen von dem Fulda? Das Joomla, wir hatten ja eben die Strukturdiskussion. Das Joomla-Projekt ist in Sachen Struktur ein bisschen sonderbar, weil wir als einziges der großen CMS keine mehr oder weniger direkt bezahlten Mitarbeiter haben. Das bedeutet, dass irgendwelche Deppen in ihrer Freizeit da sitzen müssen. Und durch Victor sind wir jetzt in der angenehmen Lage, dass wir einen bezahlten Deppen haben, der das nicht in seiner Freizeit machen muss. Das ist schon sehr, sehr, sehr charmant. Das ist doch schön. Das ist extrem schön. Das muss man mal sagen. Das, wirklich. Ich würde mir sehr wünschen, dass das eine Idee ist, die auch andere Unternehmen aufgreifen. Also ich glaube, dass man als Hoster ohnehin davon profitieren kann, wenn man da tatsächlich viel Inhouse-Know-how auch einfach da hat und sich darüber in der Community auch positionieren kann. Ich glaube aber, dass eigentlich genauso wichtig der Gedanke auch sein muss, dass Webhosting, so wie es heute ist, ohne diese CMS-Systeme, glaube ich, ganz, ganz anders aussehen würde. Wären diese CMS-Systeme nicht da, wo sie sind, wäre wahrscheinlich der Software-as-a-Service-Bereich, also die Website-Baukästen dieser Welt, Wix, Jimdo und hast du nicht gesehen, das wäre wahrscheinlich das große Ding. Und dann bleibt für das normale Webhosting wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig. Vor allen Dingen, wenn man nur noch dann statische HTML-Seiten da verticken muss, die Pakete, da kann man kein Geld für nehmen. So, also eigentlich, unsere Systeme sind ja schon langfristig gesehen eine gute Einnahmequelle. Und wenn da dann zumindest so ein bisschen der Gedanke bei ist, wir geben auch einfach was zurück, dann ist das natürlich umso schöner. Nee, von da aus, ich finde das super. Ich hätte da gerne mehr von. Ich arbeite dran. Ich muss eine Frage, wie sind jetzt überhaupt so das Verhältnis? Ihr habt ja auch so Generatoren, wo man so Seiten bauen kann. Wie ist denn das Verhältnis zu den Leuten, die solche,
solche Seiten bauen und die jetzt so CMS machen, also jetzt nicht Special Joomla, aber überhaupt, also die so selber Hand anlegen. Da habe ich gerade gar keine Zahlen im Kopf. Ich glaube, da gibt es, also zum Beispiel Sören, oder der Chef von 1&1, genau. Ich kümmere mich um das ganze Community-Programm. Man macht es natürlich nicht für Joomla, man macht es auch für WordPress. Wir sind auch mit den Typo3-Kollegen unterwegs. Mit Drupal haben wir vorhin gesprochen. Genau. Das Schöne ist, dass wir da nicht so, wir denken nicht nur links oder rechts rum, sondern wir sagen, wir machen das wie Riders und Snickers. Ja. Also ein bisschen, es gibt Kunden von uns, die sagen, wir wollen das mit My Website, das ist das Jimdo der Welt, das mit unserer Website machen. Und die wollen sich nicht um die Website kümmern, was auch völlig okay ist. Ist das der gleiche Vertrag? Ich kenne den Jim. Genau. Ja. Also auf unserer Plattform, die Idee ist so One Plattform, dass du eigentlich alles damit machen kannst. Achso, du buchst und kannst dann quasi sagen, ich will das auch. Genau. Und viele haben, es gibt natürlich noch ein DSL und ein Mobilfunksegment und viele sagen, Mensch, ich habe schon meinen DSL-Vertrag bei euch, aber ich habe schon und möchte es dann noch on top haben. Und wir sind da auch total, sagt man, schmerzbefreit und sagen nicht, jeder muss einen Joomla haben, jeder muss eine Website haben, sondern was du möchtest, können wir dir anbieten. Und wir probieren natürlich das zu optimieren auf die Plattform, die am meisten genutzt werden. Das ist nur so interessehalber jetzt für mich, weil ich den Eindruck habe, dass es insgesamt ein bisschen von den angestrebten CMS weggeht, hin zu solchen, wie auch immer gearteten Services, wo man sich das Zeug halt dazu kriegt, was man in Joomla ja selbst drin mittlerweile auch kann, durch den Extension Store, aber das ist ja insgesamt so. Aber hast du keine Zahlen? Nee, Zahlen habe ich dann dürfte jetzt nicht sagen. Da ist unsere Anne dabei, die, was man sich das vermarktet. Schön, Anne darf das sagen. Anne darf sowas sagen. Aber das Schöne ist einfach, dass also wir kümmern uns quasi um die ganzen Open Source Team SE, die nennen sich bei uns Apps, wir kümmern uns auch um Agenturen. Also ich freue mich auch über jedes Feedback, was ihr habt. Zum Beispiel ein Thema war das Thema GZIP, was wir mal nicht standardmäßig eingeschaltet haben, aber natürlich ein Google Rank-Faktor ist, der über die Community zurückkam, den wir jetzt für 2 Millionen Kunden mal über Nacht eingeschaltet haben. Könnt ihr nutzen. Und so Feedback probieren wir natürlich immer nicht am nächsten Morgen sofort einzubauen, sondern wir probieren es in unsere Roadmaps mit reinzupacken. Wir haben noch ein bisschen was in der Pipe, also bis Weihnachten gibt es noch was Tolles zu WordPress, zu Joomla zu sehen, wir können noch nicht verraten, aber es kommt. Genau. Achso, war die Frage dann zu antworten? Nee, aber... Schade. Aber passt nicht das. Ich glaube... Du wolltest eben überfragen, ob jetzt mehr Kunden gekommen sind. Ich habe mehr nur der Anteil interessiert, ich merke, ich habe 4 Töchter und die haben auch, brauchen halt auch eine Website und sowas. Und 2 davon sind ein bisschen älter, die haben Drupal und Joomla und die jüngeren, die sind jetzt bei Squarespace und Wix. Nee, Wix nicht, auch sowas anderes. Die eine ist Fotografin und braucht halt so einen Service da und kostet relativ viel, ich glaube 40 oder 50 Dollar im Monat. Ist aber auch gut, ist schön. Und ja, ich finde es auch nur interessant, wie viel mittlerweile an solche Services letztlich auch wandert. Ja, also, ja. Ich glaube, mittlerweile verändert sich das Ganze. Also vor 5 oder 8 Jahren hat sich dieses Online-Verhalten ganz anders angefühlt. Ja. Mittlerweile, meine Mutter hat auch eine Mail-Website, weil die würde jetzt Rezepte bloggen, die will sich aber kein Joomla oder WordPress installieren. Ja. Die will das einfach nutzen. Ja. Und ich glaube, das verändert sich ganz stark und es gibt auch immer mehr Seiten, der Friseur bei mir ums Eck, der sagt, ich brauche keinen Joomla, ich muss einfach nur gefunden werden, rein zu Visitenkarten. Und ich glaube, das verändert sich und das Tolle ist, dass ja die 10 Systeme mitwachsen. Die werden ja immer benutzerfreundlicher. Also, ich habe noch nie so eine schöne Oberfläche gesehen von Joomla. Die ist bunt und nicht schwarz und grau. Ja. Und ich glaube, das verändert sich. Und so verändert sich das Web und es kommt immer mehr zu den Kunden oder zu den Usern. Was wir halt probieren, ist, unsere Kunden zufriedener zu machen. Also, dass es halt einfacher ist, was zu installieren. Kann man hier auch einen Kunden für Reise rein? Ja, natürlich. Also, ich habe noch selber Kunden. Also, außer bei dem Anruf jetzt. Ja, gut, das war jetzt. Das war jetzt also, ich wollte grundsätzlich sagen, ihr Servicebereich ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Nein, sie haben da ganz unterschiedliche Leute sitzen. Also, es geht von total pappig. Ja, das stimmt. Super freundlich, super kompetent. Dass ich also wirklich sage, oh ja, jetzt mache ich da weiter. Aber zweimal war ich wirklich vor der Frage gestanden, also Leute, wenn ihr nicht wollt, es gibt auch andere Anbieter. Also wenn er mir zum Beispiel sagt, was, Sie arbeiten auf dem Mac? Na, dann müssen Sie mal bei Dino arbeiten. Dann sagt man, pass mal auf,
ich Make-up schaffe, schaffe ich dir. Klare Ansage. Solche Sachen. Und dann die nächste, ich lege dann immer auf, sage danke, weil ich ja weiß, beim nächsten Mal kommt ein anderer. Das habe ich mir auch gerade. Das habe ich jetzt schon. Also, vielleicht ein kleines Tipp. Du musst einfach nur mit dem Anruf sagen, dass, ob die Firma dann einverstanden ist, dass du den Anruf zum Testzwecken auch nimmst. Ja, denn das ist meistens klappt das gut. Ja, das fragen Sie mich ja immer. Ja, das ist gut fragen. Und dann frage ich das jetzt zurück, ja. Nein, den Blick noch verlangt. Ich habe jetzt mit diesem Yoga angefangen, habe sonst mache meine eine Seite über dieses Event vom Mac und lade mit FTP hoch. Und insofern habe ich da eigentlich keine Probleme jetzt mit dem Service, weil ich das ja alles selber mache. Also kein Baufest oder sowas. Also glücklicher Kunde. Genau, also wie Lukas von erzählt hat, also es gibt natürlich, man kann immer die ganze anrufen oder E-Mails schreiben. Die Kollegen über Twitter, die sind natürlich ein bisschen flach unterwegs und da haben wir auch dezidiert Kollegen im DSL-Bereich oder für Hosting. Und mit denen haben wir einmal die Woche eine Telefonsession, wo die auch direkt das Feedback, was sind denn die Probleme gerade auf Twitter mitbekommen. Da gucken wir auch selber. Also, und das ist so mein Geheimtipp, über Twitter positives wie auch gerne negatives Feedback geben. Ich bin nicht bei Twitter. Achso. Ich bin da auch nicht hin. Gut. Das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen. Aber sonst gerne nochmal anrufen. Also das ist wie beim Metronom, der sagt, auch gucken Sie mal bei Twitter, da steht meine Staumeldung. Da habe ich gesagt, es wird ja wohl möglich sein, dass ich ohne Twitter und Facebook noch eine Auskunft kriege, wo jetzt ein Stau ist. Ja. Also das kann es ja nicht sein. Das sonst kann man das nachher auch gerne mal zusammensetzen. Mal gucken, wo hat es da gehabt. Viel Spaß. Also, Win-Win-Situation. Alles gut. Ja. Jawohl. Gute Schluss. Danke fürs Klatschen.